Jeden Monat eine neue Optionshandelsstrategie. Ist das jetzt eigentlich ein Segen oder ist das ein Fluch? Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und genau mit diesem Thema werden wir uns heute beschäftigen, nämlich warum gibt es eigentlich so viele Optionsstrategien? Macht es Sinn, dass man so viele kennt oder ist es vielleicht nur so ein bisschen ein Marketingtrick? Das und mehr jetzt hier im Video. Als ich mit dem Optionshandel angefangen habe, das ist so etwa 12, 13 Jahre her, da habe ich am Anfang mal ein Seminar besucht und dieses Seminar hatte in der Ankündigung, während dieses Seminars lernen Sie 37 verschiedene Optionsstrategien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Anfänger war ich da natürlich sehr begeistert, weil man möchte natürlich sehr, sehr viele Strategien kennenlernen. Und auch heute ist es noch so, dass ich immer wieder von Anbietern sehe, also gerade in Amerika, dass eben wahnsinnig viele Strategien gelehrt werden oder angeboten werden in Coachings, in Seminaren, in Büchern und so weiter und so fort. Wenn wir es mal herunterbrechen, gibt es ja letztendlich allerdings nur 4 verschiedene Dinge, die man mit Optionen machen kann. Eigentlich gibt es sogar noch 2, oder gibt es nur 2, nämlich man kann kaufen und verkaufen. Nehmen wir jetzt jeweils noch Call und Put dazu, dann gibt es genau 4 Strategien, nämlich den Long Call, den Long Put, den Short Call und den Short Put. Mehr gibt es nicht. Alles andere sind ja immer nur Kombinationen aus diesen verschiedenen Dingen. Warum ist es jetzt trotzdem so, dass es so viele verschiedene Strategien gibt, dass so viel angeboten wird? Ich glaube, es gibt hauptsächlich, oder es, für mich persönlich gibt es 3 Gründe, heute machen wir alles ein bisschen mit Fingern, für mich gibt es 3 Gründe, warum es so viele Strategien gibt. Schauen wir uns diese 3 Gründe einmal an. Grund Nummer 1. Wir hatten schon mal kürzlich jetzt ein Video gemacht, dass Optionshändler sehr dazu neigen, den ganzen Optionshandel sehr akademisch zu betrachten. Und für viele Menschen ist es einfach nicht vorstellbar, dass man mit simplen, einfachen Sachen Geld verdienen kann. Und deswegen versuchen ganz einfach viele komplexe Systeme aufzustellen. Und da eignen sich natürlich Optionen ganz hervorragend dazu, weil man sie eben so toll miteinander kombinieren kann. Na, das kannst du weder mit Futures noch kannst du das mit Aktien. Bei einer Aktie bist du long oder short. Mehr geht dann nicht. Mit einem Future ist das genau das Gleiche. Aber mit Optionen, da kannst du ja long und short gleichzeitig sein. Du kannst die Strikes unterschiedlich bedienen, du kannst die Laufzeiten verschieden bedienen und du kannst also ganz viel kombinieren. Es gibt ja Strategien, wo 7, 8 verschiedene Beine, Legs, wie man das auch nennt, involviert sind und das gefällt ganz einfach vielen Menschen, ne? Weil sie eben sagen, hey, das ist komplex, das ist eine komplexe Sache, es ist zwar kompliziert, aber so funktioniert es, so verdient man Geld und dann wird auch gesagt, ja, die großen Institutionellen, die machen das auch so. Das ist, glaube ich, so der allererste Grund, warum es so viele Strategien gibt, beziehungsweise warum so viele Leute auch immer so neue Strategien kennenlernen wollen. Ne? Dieser Drang nach Komplexität, dieser akademische Drang, ah, das muss doch etwas Kompliziertes geben. Der zweite Grund, das ist, glaube ich, so eine spezielle Sache, die kommt aus den USA. Und die schwappt natürlich auch bei uns hier immer mehr rüber, wobei es nicht so bei uns nicht so verbreitet ist. Das liegt ganz einfach daran, weil wir nicht so viel Optionen handeln. Und zwar folgendes. In Amerika gibt es ja wahnsinnig viel Angebot auf dem Optionsmarkt. Also mal angefangen davon, dass es sehr viele Broker gibt, bei denen man Optionen handeln kann, gibt es natürlich auch sehr viele Coaches, sehr viele Mentorings, sehr viele Bücher, sehr viel alles, was man unter dem ganzen Begriff Education als Ausbildung sehen kann. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Jungs untereinander ganz schön Konkurrenz haben. Ich habe selbst einige dieser Mentoring-Programme in den USA gemacht. Die sind auch sehr, sehr gut. Also da kann man wirklich eine Menge lernen. Allerdings stellt man da wirklich dann mit der Zeit dann fest, dass die so viel Konkurrenz untereinander haben, ne? Da gründet einer dann mal wieder eine neue Firma, der geht weg und macht was Eigenes und so weiter, dass die natürlich dann sagen, hey, wenn ich jetzt immer nur eine Sache propagiere, also ich sage jetzt immer, ich mache nur Short Puts, dann ist das irgendwann, dann gehen die Leute weg, weil sie eben, wie wir schon gerade gesagt haben, ja nach dem Komplexen suchen. Und deswegen machen ganz viele Coaches in den USA, machen immer wieder neue komplizierte Strategien, holen wieder alte Sachen raus. Ne? Also da wird gesagt, okay, heute jetzt ist zurzeit mal Butterflies und dann machen wir mal Kalenderspreads und dann machen wir irgendwie eine Kombination und dann Diagonals und so weiter und so fort.
Also das heißt, es wird ganz viel Neues immer wieder gelehrt und der einzige Grund ist wirklich der, dass man seine Kunden hält. Dass man also sagt, hey, ich bin der mit dem, wie heißt das so neudeutsch, also meine Kinder würden jetzt schon sagen, wahrscheinlich der neue heiße Piep, piep, piep. Ne? Und darf ich glaube ich nicht sagen, sonst sperrt uns das YouTube das Video. Aber es geht wirklich so darum, immer das Neue zu haben. Ne? Also so nach dem Motto, wann gibt es endlich wieder das neue iPhone im Optionshandel? Und das ist wirklich, man denkt, na nein, das ist nicht so. Doch, es ist so. Ich habe sehr viele Coaches kennengelernt, in Chicago beispielsweise, die für sich selbst, für ihr eigenes Trading, ganz simple Dinge getan haben. Ne? Die haben Short Puts auf Aktien verkauft, die haben vielleicht mal Strangles gemacht oder mal ein Iron Condor. Das war es dann aber auch. Aber gelehrt haben sie ganz, ganz viele komplizierte Strategien und das wirklich so, weil das Publikum quasi danach schreit. Aber selbst sind sie gar nicht so sehr von diesen Sachen überzeugt. Und das sieht man dann auch, wenn man mit denen zusammenarbeitet, in dem, was sie selber handeln. Und wer von euch, wie wir ja auch ein Anhänger von Tasty Trade ist, bei denen wird ja auch sehr, sehr viel gelehrt, ne, auch verschiedene Strategien. Aber wenn man da mal ganz genau hinschaut, die machen auch im Grunde genommen immer nur zwei, drei relativ simple Sachen und das natürlich aus gutem Grund. So, was ist der für mich dritte Grund, warum es so viele Strategien gibt, warum so viel gelehrt wird? Und das ist die Industrie. Viele Coaches in den USA waren ehemalige Market Maker an der CBOE. Das heißt, diese Market Maker, wenn du auf dem Parkett arbeitest, wenn du ein Market Maker bist, wenn du ein institutioneller Händler bist, dann hast du das Problem der Gebühren nicht. Ne? Das heißt, du setzt so einen Trade auf mit fünf verschiedenen Beinen und zahlst dann trotzdem am Ende nur 40 Cent Gebühren. Bei uns als Private schaut das natürlich ein bisschen anders aus. Wir müssen ja ganz schön Gebühren berappen. So, wer bekommt diese Gebühren? Natürlich die Broker, natürlich die Börse. Weil in jedem Trade, den du machst, verdienen ja ein paar Leute mit. Dein Broker kassiert Commission, die Börse kassiert ihre Börsengebühren. Und Optionen, da ist es nun mal so, dass jedes einzelne Stück berechnet wird. Ne? Also wenn du eine Option handelst, zahlst du einmal Gebühren. Handelst du 10, zahlst du halt 10-mal Gebühren. Und da ist es natürlich ganz klar, dass die Industrie, das heißt die Broker, die Börsen selbst, dann auch die Ausbildungsprogramme. Es gibt in Amerika dieses Option Institute. Wer steckt denn hinter dem Option Institute? Die CBOE in Chicago. Ne? Also die hat sich mit anderen Börsen zusammengeschlossen. Die haben viel Geld investiert, um Optionshandel groß zu machen in den USA. Hat auch super funktioniert. Eine tolle Sache, kann man viel, viel lernen. Aber na klar, die wollen natürlich, dass die Leute handeln. Und dann ist es doch besser, man sagt, oder überlegt euch einfach, was ist denn besser, wenn die sagen würden, hey, wenn ihr eine bullische Meinung habt, dann handelt ihr einfach einen Short Put, ganz simpel. Oder ist es nicht besser zu sagen, naja, dann macht doch mal lieber einen Bullish Diagonal mit einem Mausohr und noch einer Absicherung auf der Unterseite. Ne? Also am besten 5, 6 verschiedene Optionen reingepackt. Was ist für die Börsen besser? Ohne Frage. So, und das ist auch einer der Gründe, warum das so propagiert wird. Da wird natürlich gesagt, ja, das geht um Absicherung und so. Meine persönliche Sicht, bla bla bla. Es geht darum, viel Umsatz zu generieren. Und das ist auch nicht schlecht. Das darf man auch nicht verurteilen. Das ist logisch. Eine Börse muss Geld verdienen. Ein Broker will Geld verdienen. Wir sollten uns das bloß bewusst machen. Und wir selbst, und das ist jetzt auch so ein bisschen das Fazit aus dieser ganzen Geschichte, sollten uns einfach überlegen, ist es wirklich notwendig, diesen Optionshandel zu verkomplizieren? Also müssen wir wirklich 20 verschiedene Strategien beherrschen? Müssen wir wirklich ganz oder Strategien handeln, die mit sehr, sehr komplexen oder mit einem sehr komplexen Aufbau gesegnet sind? Also das heißt, wo man sehr viele Beine gleichzeitig handelt, wo man dann über verschiedene Laufzeiten geht und so weiter und so fort. Ich persönlich gebe zu, ich habe das am Anfang auch gemacht. Ne? Das ist auch ganz normal, man muss das ausprobieren, also man muss alles mal live probiert haben mit eigenem Geld, um auch sagen zu können, das ist das Richtige für mich. Und das heißt jetzt auch nicht, dass für die Mais oder dass es nur eine Strategie gibt, die man machen sollte, also Short Put oder Short Call. Nein, ihr müsst euch etwas suchen, was zu euch passt. Ich persönlich glaube aber, und wir hier bei Optionsstrategien praktizieren das jetzt auch seit vielen, vielen Jahren, dass die einfachsten Dinge diejenigen sind, die am besten funktionieren. Je komplexer es wird, umso komplizierter wird das Ganze. Und alles, was kompliziert ist, lässt sich am Ende für die meisten Privatanleger in weniger
Gewinne umsetzen. Institutionen haben da kein Problem, die beschäftigen genügend Leute, aber wir als Private sollten darauf achten, es möglichst simpel zu halten. So, und deswegen also mein Tipp, haltet euer Trading möglichst simpel. Lasst euch nicht einreden, dass ihr es kompliziert machen müsst. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinungen. Was handelt ihr denn so für Strategien? Also seid ihr eher so Anhänger von komplexen Strategien? Wenn ja, warum? Was habt ihr damit für Erfahrungen gemacht? Oder seid ihr so wie wir eher Anhänger von simplen Strategien? Und wenn ja, auch da, warum? Schreibt mir eure Meinungen und Kommentare hier unter das Video. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video mit einem optionsspezifischen Thema. Bis dahin, ich wünsche euch viel Erfolg an der Börse, egal ob ihr mit dem KISS-Prinzip, also einfach oder komplex handelt. Viel Erfolg, passt auf euer Geld auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.